Ich würde eigentlich so ein bisschen gerne mal mehr wissen, was du so über mich denkst. So viel kann ich schon verraten. Ich fühle mich sehr wohl in deiner Nähe. Sehr gut, das freut mich. Ich glaube, das war für mich wichtig, halt mal zu hören, halt schon mal dieses, das habe ich dir ja schon mal versucht zu erklären, dass es für mich halt schwierig ist, dass ich hier manchmal das Gefühl habe, dass mein Aussehen so mein einziger Wert ist. Ja. Ihre inneren Werte sind extrem, wirklich extrem schön. Muss ich aber schon sagen, dass ich halt mich so ein bisschen daran gewöhnt habe, dass ich halt sehr, sehr lange mit jemandem war, für den ich halt nie gut genug war. Ich finde es krass, dass jemand es geschafft hat, einen Menschen wie Eva so klein zu halten. Ja, deswegen, das ist halt auch was mir sehr, sehr wichtig ist in einer zukünftigen Beziehung, dass ich halt jemanden habe, der, wie sagt man das jetzt so, mein Potenzial irgendwie erkennt, aber mich auf meiner Bühne spielen lässt. Ich wäre definitiv ein Partner, der sehr unterstützend ist. Kannst du Stille gut ertragen? Ja, schon. Du? Auch. Also angenehme Stille auf jeden Fall. Was überlegst du? Was ich gerade überlege? Ja. Ob ich dich küssen darf? Ja. Ja? Ich glaube, ich hab Fieber. Seitdem ich mich verliebt hab, kann mich bitte irgendjemand gegen Liebe impfen. Also der Kuss war sehr, sehr, sehr schön. Ich hab irgendwo mein Herz verloren und kann es nicht wiederfinden. Das beste Date, oder? Ja? Ja. Okay, schön. Seitdem ich mich verliebt hab, da sind auf jeden Fall kleine Schmetterlinge im Bauch. Jemand gegen Liebe impfen. Gleich, wenn ich gehe, werde ich das nehmen und einpacken und mich jetzt eine Scheibe drum machen und das dann verstecken. Und für immer war als das perfekte erste Date. Du bist schon ein bisschen zu niedlich gerade, ne? Ich liebe eh Schmetterlinge, deswegen dürfen die auch in meinem Bauch rumfliegen. Ein Kuss bitte noch. Ich habe keine Angst vor Liebe, ich habe keine Angst vor Emotionen. Danke, danke, danke. Danke, dass du da warst. Ich fühle mich auch nicht so, als hätte ich mich jetzt irgendwie angreifbar, verletzlich oder sonst was gemacht, weil ich das halt einfach genieße. Ich finde es auch okay, wenn ich mich vielleicht verknalle oder irgendwann auch verliebe. Das ist das Beste, was es gibt. Was ist besser als ein Bachelor? Na, zwei Bachelor. Schaut jetzt schon die nächste Folge auf RTL Plus. Ihr wollt nichts rund um die Bachelors verpassen? Dann abonniert jetzt den Kanal. Und für weitere Einblicke in die Rosenreise, klickt hier.